Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, jetzt mit unserer Nachmittagsausgabe. Und ich habe auch einen Gast mitgebracht, das ist heute Julius Harling, Founder und CEO von Graswald. Die Finanzierungsrunde von Graswald wurde hier ja bereits zweimal im Rahmen der Investments- und Exits-Reihe thematisiert. Einmal von Dorothea Gotthard von Capnamic und einmal von Enrico Melles von Lakestar. Und das ist auf jeden Fall ein Indikator dafür, dass es sich um kein ganz alltägliches Unternehmen handelt. Im Gespräch geht es gleich um die Zukunft der Medienindustrie, um die Frage, ob Filme noch eine Zukunft haben und natürlich um die Bedeutung von 3D. Julius hat auch über seine Perspektive auf Investoren gesprochen und warum man hier keine Angst vor großen Namen haben sollte. Und er hat auch einige Tipps für euch, wie junge Menschen den Einstieg bzw. den Zugang in die 3D-Welt finden können. Das klingt sehr vielversprechend, deswegen geht es auch gleich direkt los nach unseren Verbraucherhinweisen. Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Moss, der Plattform für Unternehmensausgaben. Neues Jahr, neuer Jahresabschluss und wieder beginnt die Suche nach fehlenden Belegen. Geht es euch auch so? Mit Moss macht ihr es in diesem Jahr von Anfang an richtig. Alle Mitarbeiter bezahlen notwendige Ausgaben mit Firmenkreditkarten von Moss und laden Belege einfach per Foto oder E-Mail hoch. Schon ist alles im System. Probiert es aus und nutzt Moss mit dem Gutscheincode INSIDER 2 Monate kostenlos. Mehr Infos auf getmoss.com/insider. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview. Sehr schön, ich freue mich. Julius Harling ist hier, Founder und CEO von Graswald. Hallo Julius. Hi. Na? Freue mich sehr, dass wir sprechen. Ihr wart ja hier schon quasi zweimal virtuell zu Gast. Das gibt es eigentlich auch relativ selten. Ne? Zum einen habe ich mit Dorothea von Capnamic über euch gesprochen, dann nochmal mit Enrico von Lakestar. Und beide hatten irgendwie, hat man gemerkt, so Leuchten in den Augen. Jetzt musst du mir mal erzählen, wie kommt es denn? Das ist echt eine gute Frage. Also tatsächlich, den Kontakt über Capnamic kommt nicht durch mich. Das ist das erste Mal, dass ich davon jetzt höre. Freut mich natürlich. Mhm. Lakestar ist natürlich Investor jetzt auch bei uns. Und ich glaube, wir haben einfach gerade erstens ein cooles Thema, weil es auch sehr visuell ist. Also man kann das sehr gut Leuten zeigen und Natur ist sowieso immer ein Thema, was Begeisterung erzeugt. Und zweitens ist der Markt, glaube ich, gerade ziemlich heiß, wenn man sich so anguckt, Metaverse, 3D, Digitalisierung. Das sind alles Themen, die jetzt gerade so anfangen zu brodeln und immer größer zu werden. Jetzt muss ich dich leider mit dieser fast unmenschlichen Aufgabe mal konfrontieren, dieses visuelle Erlebnis einmal kurz zu beschreiben. Ja, also grundsätzlich geht es darum, stellt euch vor, ihr spielt ein Videospiel, stellt euch vor, ihr sitzt im Kino, guckt einen geilen Film. Fast alles in den heutigen Kinofilmen ist ja nicht mehr richtig echt, sondern vieles davon ist am Computer generiert. Also wenn man sich anguckt, wie Spider-Man irgendwie durch die Stadt fliegt, das ist nicht mehr ein Mensch, das ist ein 3D-Modell, was halt so realistisch halt dann dargestellt und animiert wurde. Und das sind so die Sachen, die einem vielleicht dann direkt auffallen, weil das wirklich die Fokuspunkte sind. Aber es gibt auch ganz viele Elemente eben, die dann 3D nachgebaut und dargestellt werden, die man eben gar nicht so wahrnimmt, weil die nicht so die Hauptelemente sind. Und das, was wir machen, ist eben Vegetation, was man eigentlich immer überall braucht. Natur ist eigentlich überall. Und wird eben dafür dann für solche Welten auch gebraucht. Man sieht das dann gar nicht so. Wenn man das nicht sieht, dann haben wir unseren Job gut gemacht. Also wir bieten dann so 3D-Vegetation als Content an und Tools, um daraus aus so einem Grashalm, sag ich mal, dann eine virtuelle Wiese zu machen. Jetzt gibt es ja solche, ich weiß nicht, wie Unreal zum Beispiel, ne? Solche ganzen, sagen wir doch mittlerweile sehr etablierten Systeme, die ja wirklich extrem fotorealistisch sind. Ist das für euch eine Konkurrenz oder seid ihr eine Ergänzung für die? Also die meisten jetzt, sag ich mal, realistischen Sachen wie Unreal, das ist eine Engine, wie eigentlich fast alle 3D-Programme auch, können die nur mit dem arbeiten, was die auch bekommen. Also die berechnen basierend auf Input-Daten im Endeffekt, wie sieht das Endergebnis aus? Und die Qualität der Input-Daten ist da ganz entscheidend. Das heißt, Unreal selber hat jetzt irgendwie keinen eigenen 3D-Content, sondern der Nutzer lädt dann seine 3D-Content, seine 3D-Modelle eben
in diese Plattform und Unreal spuckt eben dann das Ergebnis aus, basierend auf den Daten. Und da gibt es halt viele Leute, die es von Hand machen, viele Leute, die das irgendwie dann so ein bisschen hier und da anpassen. Und das, was uns von anderen unterscheidet, ist eben unser physikalisch korrekter und auch botanisch basierter, also wir haben selber einen Botaniker auch mit dem Team, Ansatz, sodass, sage ich mal, programmiertechnisch gesprochen, die Inputdaten besonders korrekt sind, einfach die Pflanzen besonders realistisch aussehen, so wie wir sie erstellen und so wie wir auch die Echtweltdaten, sage ich mal, erfassen. Und dann sieht das natürlich in Unreal auch richtig gut aus. Aber genauso gibt es halt auch, gerade bei Vegetation, weil das organische Sachen sind immer schwerer für einen Computer, wenn die Daten nicht ganz so stimmen. Und das ist tatsächlich heutzutage immer noch bei den meisten Modellen und gerade beim Thema Vegetation der Fall. Dann sieht es auch nicht ganz so cool aus. Und sag mal, du hast ja gerade schon anhand von dem Beispiel von Spider-Man gerade erklärt, da ist extrem viel virtuell schon oder künstlich, digital von dem, was man gerade sieht. Wo ist denn da das Ende der Fahnenstange? Weil ich frage jetzt auch deswegen, gestern oder heute, weiß gar nicht, wann es war, Krafton, das Callisto-Protokoll, die haben irgendwie einen künstlichen Influencer nochmal rausgebracht, Anna heißt die. Da sieht man schon jetzt mittlerweile, wo auch quasi der menschliche Teil sich hinbewegt. Das heißt, glaubst du dran, dass irgendwie so Kino irgendwann tatsächlich, obwohl es aussieht wie die reale Welt, irgendwann ein rein virtuelles und digital erzeugtes Erlebnis ist? Es kommt ein bisschen drauf an. Also ich glaube, der ganze 3D-Bereich geht noch viel, 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 viel weiter als nur Kino oder die Entertainment-Industrie. Aber um mal auf die Frage direkt zu antworten, jein. ich glaube, es wird immer noch Schauspieler geben, die wir auch alle total cool finden. Aber wir können ja, wir Menschen haben ja die Möglichkeit, mit allen möglichen Sachen uns zu identifizieren. Und sei das ein Bleistift, dem wir einen Namen geben. Und es kann auch eine virtuelle Figur sein, die wir dann irgendwie, also Leute verfolgen ja auch Twitter-Profile von Katzen, ne? Können auch Twitter-Profile von nicht echten Personen verfolgen und die trotzdem total toll finden. Mhm. Und das verringert natürlich die Hürden drastisch. Wenn du dir keine guten Schauspieler leisten kannst, aber genau. Du hast vielleicht ein KI-basiertes 3D-Modell von schon Schauspielern und du directest jetzt deinen eigenen Film, aber alles passiert auf deinem Laptop aus deinem Kinderzimmer, sage ich mal. Mhm. Das ist also ein ganz anderer Zugang zu eben diesen Technologien und auch dieser Kunstform im Endeffekt. Und das ist, glaube ich, was echt Cooles. Mhm. Also sehe ich nämlich genauso. Und ich frage mich jetzt, wenn du gerade sagst, es geht noch viel weiter. Wo liegen denn jetzt für ein Unternehmen wie euch die Geschäftsmodelle dann? Also geschäftsmodelltechnisch muss man sagen, wir fokussieren uns noch auf die Entertainment-Industrie. Und das ist auch das, was wir erstmal in den nächsten Jahren weitermachen werden, weil da einfach ganz real der größte Teil des jetzt, sag ich mal, möglichen Revenue-Potenzials liegt. Und dort werden wir sind jetzt gerade auch dabei, unser Business-Modell umzustellen, werden auf ein SaaS-Modell demnächst wechseln. Mhm. Einfach, du kriegst Content, mehr oder weniger so viel du willst, kannst immer darauf zugreifen. So ein bisschen wie Netflix für 3D-Modelle, aber du brauchst halt ein Abo. Und ja, grundsätzlich ist einfach die Frage, wie nutzen wir 3D in der Zukunft? Von wir verkaufen 3D-Content hin zu wir digitalisieren Sachen oder wir bauen Welten oder wir verkaufen Software, um besser mit 3D umzugehen, das besser zu integrieren, ist, glaube ich, ganz viel möglich. Ich glaube, es wird immer mehr Integration und 3D wird einfach weniger als Technologie und irgendwie als Gadget oder Feature verstanden, sondern vielmehr als Video. Das wäre jetzt genauso, wie wenn du mich fragst, ja, mit Fotos oder mit Video, was für Geschäftsmodelle kann man denn da machen? Also alles ist ja irgendwie, Video hast du auf jeder Webseite, das ist jetzt nicht an sich ein Geschäftsmodell per se, aber es ist eine Technologie, die einfach für Kommunikation überall sehr erfolgreich eingesetzt wird und ich glaube, 3D wird das in den nächsten, 5 bis 20 Jahren, sage ich mal, genau weiß man das ja nie, ablösen. Mhm. Ja, finde ich interessant. Wobei jetzt Video natürlich und Foto, würde ich sagen, die sind ja voll im Mainstream angekommen. Ne? 3D, würde ich jetzt sagen, ist, was das Betrachten angeht, wahrscheinlich auch, aber das Erstellen wahrscheinlich noch gar nicht. Ne? Genau, wir sind da, Zielgruppen, ja. Mhm. Wir sind da noch komplett am Anfang. Also die Zielgruppen, wie gesagt, sind im Augenblick noch in der Entertainment-Industrie. Mhm. Große 3D-Studios, aber auch viele Einzelnutzer, Freelancer und so weiter. 3D ist eben auch jetzt immer noch ein sehr technischer Punkt. Darum sprach ich gerade von 5 bis 20 Jahren. Mhm. So. Das sind jetzt die großen Herausforderungen, glaube ich. 3D weniger technisch zu machen, einfacher damit umzugehen. Also ich weiß es jetzt nicht, das war vor meiner Zeit, ne? Aber als es halt Video auch noch nicht so intensiv gab,
war das auch ein total technisches Thema. 3D, bei 3D ist das genauso. Und das wird sicherlich mittel- und langfristig für alle Leute und auch eben auch für uns, die wir viel mit 3D zu tun haben, einer der wichtigen Bausteine und Arbeitspakete, sage ich mal, sein, das eben zugänglicher zu machen und einfacher zu nutzen. Und du hast ja vorhin schon angerissen, dein Blick aufs Metaverse, wie ist der? Also so vom Metaverse, wie auch immer das dann aussehen soll, kann man ja halten, was man will, weil es eben auch sehr, sehr unspezifisch bisher ist von den verschiedenen Leuten, die daran arbeiten. Das ist ja auch irgendwie so der Running Gag. Aber auf jeden Fall, wovon ich überzeugt bin, ist, dass 3D das neue Medium wird und eben Video und Bild ablösen wird, weil es so viel interaktiver ist, weil es so viel mehr dem entspricht, wie wir eigentlich die Welt sehen und wahrnehmen. Du kannst reinzoomen, du kannst rausgehen, du kannst es vom Größenverhältnis her mit anderen Sachen relativieren, du kannst drumherum gehen, du kannst mit anderen teilen, du kannst Sachen wegnehmen, wieder hinzufügen und so weiter. Das geht alles mit Video nicht, das ist überhaupt nicht interaktiv, du drückst auf Play, auf Pause, mehr kannst du nicht machen. Und von daher glaube ich, dass wird in den nächsten, ja, wie gesagt, in diesem Zeitraum halt passieren. Die Frage ist dann auch, in welche Bereiche geht es zuerst und wann kommt Hardware raus, die nicht nur das technisch irgendwie unterstützt, sondern vor allem auch, die sich so gut integrieren lässt in unseren Arbeitsalltag, dass wir das auch wirklich nutzen wollen. Ich glaube, das sind so die entscheidenden Meilensteine, die erreicht werden müssen. Wann das ist, weiß ich nicht, aber ich bin mir sehr sicher, dass es kommen wird. Das heißt, so Oculus und alles, was Meta gerade hat, zumindest im Angebot, ist noch nicht das, was du siehst, sondern was denkst du über Apple? Also, weiß man da schon was? Nee. Man weiß, dass Apple seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, irgendwie an irgendwelchen Sachen arbeitet. Genau. Und ich glaube auch, dass das dann der Durchbruch sein wird, wenn sie dann irgendwann was rausbringen. Das kann aber auch erst in 5 Jahren sein, man weiß es nicht. Glaube ich, dass sie das erst machen werden, wenn sie sich ganz sicher sind, dass sie einen Weg gefunden haben, 3D so zu integrieren in unseren Arbeitsalltag. Weil ich glaube, da wird es nämlich reinkommen. Es wird erst, wie auch Personal Computing, erst in die Businesses gehen. Und man wird sehen, wie viel einfacher man kollaborieren kann. Auch, sage ich mal, vom Homeoffice aus, auch international aufgeteilt. Und dann wird das von da immer weiter auch in unser, also Microsoft arbeitet da, glaube ich, auch schon sehr intensiv dran, dass man deren Office-Suite irgendwie einfacher dreidimensional erleben kann. Aber ja, man merkt es ja, es tragen eben noch nicht alle irgendwie 3D, Oculus, VR, sonst was Geräte mit sich rum. Alle tragen aber Handys mit sich rum. Und dass Apple bei dem Thema dran ist, ich glaube, das ist relativ klar, spätestens seitdem sie vor ein paar Jahren auch schon LiDAR-Scanner überall dran gepackt haben und jetzt auch letztens noch so Scanning-Software für den Mac entwickelt haben. Also die sind da dran an dem Thema. Und siehst du euch dann mal, weil wir jetzt gerade über Apple sprechen, also wie ist denn da hinterher die Wertschöpfungskette? Siehst du euch mal als ein strategisches Target auch für Apple oder sind es dann eher das, was mit euch gemacht wird hinterher, sind dann die Targets, die dann vielleicht entscheiden? Weil es geht ja meistens dann immer auch um den Content. Man muss ja irgendwie auch Content oder das Liefern zur Verfügung stellen von Content sicherstellen, ne? Genau, also ich glaube schon, dass es im Endeffekt, also Leute verwechseln gerne das, was wir machen, mit den finalen Bildern, die am Ende rauskommen. Das wäre dann, sage ich mal, eine Serviceleistung, Serviceagentur. Das ist nicht das, was wir machen. Und das Spannende an 3D, meiner Meinung nach, ist, dass 3D immer Kontext braucht. Also ein Foto kannst du machen und das kann für sich stehen. Du kannst nicht zum Beispiel 3D-Modell von einem Wasserglas. So, wo ist denn das? Ist das mitten im Wald? Steht das im Klo? Liegt das irgendwo in der Luft, im Weltraum oder steht das auf dem Tisch? Das ist eine total essentielle Frage, ohne die zu beantworten, dieses Glas dir nirgendwo weiterhilft. Und ich glaube, das ist eine Frage, die man zusätzlich zum Content stellen muss. Das ist auch einer unserer USPs. Und das ist auch ein Thema, was in den nächsten Jahren dann auch für Leute wie Apple relevant wird, weil ja ganz viele virtuelle Welten eigentlich erstellt werden müssen. Das passiert im Augenblick noch von Hand. Also das kannst du gar nicht leisten. Das muss irgendwie automatisiert passieren in der Zukunft. Und das sind eben genau die Themen, die wir im Augenblick bearbeiten. Wer sind denn da eigentlich eure Konkurrenten? Es gibt, sag ich mal, verschiedene Anbieter von 3D-Content, auch in verschiedenen, mit verschiedenen Fokussierungen, verschiedenen Themenbereichen und so weiter. Und das, würde ich sagen, ist derzeit unsere Hauptkonkurrenz. Unser Businessmodell fußt ja im Augenblick auch darauf, dass wir 3D-Content eben ja, mit auch verkaufen. Ne? Das ist im Augenblick unser Hauptbusinessmodell. Aber was halt eben am Markt fehlt, ist
diese Kontextualisierung, ne, des 3D-Contents. Also wie gehören die Sachen zusammen? Wie bauen wir daraus jetzt eine 3D-Szene? Das führt dann zu Geschichten, dass ein einzelner 3D-Artist, also die Leute, die das dann zusammenbauen, durch so eine Bibliothek scrollt und dann hat er irgendwie 1000 verschiedene Fliesen, die fast alle gleich sind, aber zum Beispiel in unterschiedlichen Weißtönen oder unter den Strukturen. Also wie soll der da dann 50 Minuten dann da durchscrollen, um sich dann zu entscheiden, welche Fliese will ich für mein Bad? Völlig absurd. Mhm. Geht darum, ich will jetzt ein Badezimmer bauen. Mhm. Und das ist eben der Ansatz, den wir haben. Und sag mal, weil wir jetzt gerade eben über den Impact oder die Veränderung im 3D-Markt dann sprechen und damit eben auch durch die in den Entertainment-Branchen, wie ist das denn eigentlich, auf welche Jobprofile guckst du denn eigentlich? Was sind denn Jobprofile, die vielleicht abgelöst werden jetzt in der Zukunft und was sind die neu entstehen? Du meinst jetzt, sage ich mal, wie sich die, also nicht worauf wir als Startup gucken, was nee, genau, brauchen, ich meine jetzt eher tatsächlich am Markt, also wenn man jetzt mal zum Beispiel die Werbebranche sich anguckt, die Werbefilmer, nur mal als ein Beispiel, ist das etwas, was hinterher dann, weil, also ich meine, ihr seid ja dann, letztendlich seid ihr ja omnipräsent oder die Möglichkeiten sind omnipräsent erstmal, ne? Also ich glaube, immer mehr Leute werden sich mit 3D auseinandersetzen, das heißt für alle, die jetzt 3D machen, das ist erstmal ein gutes Zeichen. Also auch immer mehr kleinere Businesses werden sich damit auseinandersetzen, wie kann ich meine Produkte vielleicht im Internet dreidimensional darstellen oder so. Ja, und ich glaube, ich weiß es nicht, inwiefern irgendwelche Berufe dadurch wegfallen werden. Ich glaube, die Profile werden halt durch 3D angereichert. Wenn das neue Medium dann irgendwann immer stärker wird, wird es immer notwendiger, sich damit auseinanderzusetzen. Gleichzeitig führt aber auch, wenn man jetzt sagt, okay, damit das passieren kann, muss aber auch der Zugang vereinfacht werden. Da kommen dann, sage ich mal, Unternehmen wie wir auch teilweise ins Spiel, die das eben angehen. Wird das auch, muss man nicht mal so eine Ausbildung oder Studium zum 3D-Artist durchgehen, sondern kann sich das vielleicht auch ein bisschen leichter dann aneignen. Jetzt bist du aber selbst noch sehr jung, ne? Ich wollte gerade fragen, was du quasi der jüngeren Generation raten würdest, wenn wir so einen Einstieg schaffen wollen in die 3D-Welt. Aber du bist selbst noch sehr jung, ne? Genau, ich bin 21, für die 3D-Community schon, aber einer der Älteren tatsächlich. Aha. Und also ich kann allen nur empfehlen, und so habe ich es auch gemacht, guckt euch einfach Content an, guckt euch, also es gibt so viel auf YouTube, auf Google, ich habe mir das auch alles durch solche Sachen beigebracht, seid aktiv in den Foren, fragt nach und also es ist eine total super Community, die total offen ist und viele Tipps gibt, viel hilft und jeder, der mit 3D, egal welchen Alters auch, irgendwie in Kontakt gehen will, sollte das machen. Ich kann allen nur Blender empfehlen, komplett Open Source, kostenlose 3D-Software, die wirklich massiv zugelegt hat und ja, eine der Top 3D-Softwares ist, die es so gibt. Sehr viel Content im Internet gibt es auch dafür. Das kann ich nur jedem empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Jetzt bist du 21 und es war ja schon zu lesen, dass irgendwie das Startup jetzt gar nicht bewusst gegründet wurde. Ne? Das ist, glaube ich, eher so aus einem Hobbyprojekt dann eben auch entstanden. Vielleicht magst du es jetzt mal da nochmal kurz durchführen und auch dann bis hin zur Finanzierungsrunde, dass jetzt, also gerade das Lex da in der frühen Phase bei euch eingestiegen ist, finde ich relativ besonders, muss ich sagen. Ja, also du hast ganz recht, das fing eher so als Hobbyprojekt an, wie ich es auch gerade beschrieben habe, wie du es auch gerade beschrieben hast, war ich so, ja, als 14-, 15-Jähriger habe ich mich für 3D interessiert, habe das irgendwie da recherchiert und auch da ein bisschen was gemacht, war dann ein halbes Jahr in Kanada als Schüleraustausch, habe zu wenig zu tun gehabt, ehrlich gesagt, und habe dann ein bisschen damit rumgespielt. Für ein Schulprojekt brauchten wir irgendwie so eine Naturszene, die ich dann gebastelt habe, habe geguckt, wie macht man das eigentlich und habe dann gemerkt, als ich das online geteilt habe, ganz schön viele Leute wollen das eigentlich und brauchen das auch und finden das irgendwie cool. Ich habe dann angefangen, ich habe mich mit einem Entwickler aus den USA zusammen getan, den ich auch da über die Community kennengelernt habe und wir haben das erste Produkt gebaut mit dem Ziel, irgendwie ich wollte 1.000 Euro verdienen für einen neuen Computer. Im ersten Monat haben wir dann über 20.000 US-Dollar Umsatz erzielt nach Launch. Das war dann 2018. Ich habe das während der Schulzeit einfach immer als Hobbyprojekt weitergemacht. Ich habe dann erstmal mein Abi gemacht. Das lief dann so nebenher und habe nach dem Abi dann aber überlegt, ja, wie geht's jetzt weiter? Habe dann mich mehr mit Startups auseinandergesetzt, darüber mehr gelernt und hatte dann, also das ist ja jetzt die Seed-Runde. Wir hatten vorher schon eine Pre-Seed-Runde mit Business Angels hier aus Hannover, die wir dann, ja, sag ich mal, März 2021 abgeschlossen haben. Und recht kurz danach habe ich dann auch Kontakt zum Heite Gründerfonds. Durch Zufall hat sich das ergeben. Wir haben uns irgendwie dann, waren beide interessiert, sag ich mal, in der möglichen Zusammenarbeit. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Das kann ich auch jedem Gründer nur empfehlen, jungen Gründer vor allem, sehr, sehr früh Kontakt aufnehmen mit Investoren, einfach nur sprechen, einfach nur fragen, woran sind die interessiert, was sind spannende Themen für die
Dann habt ihr nämlich genug Zeit, um euch auch darauf vorzubereiten und euer Startup. Und das mit Lakestar war tatsächlich, glaube ich, wie bei so vielen Sachen dann ein Glücksfall. Der Kontakt kam dann auch über den Head der Gründerfonds. Mhm. Und ja, das die Jungs von Lakestar fanden das irgendwie ganz cool anscheinend. Und sind jetzt mit dabei, genau. Ja, jetzt sind die ja, also ich meine, Lakestar ist ja einer der renommiertesten VCs in Europa, ja, und auch vor allem einer mit tiefen Taschen. Jetzt sind die ja dafür bekannt, dass sie eigentlich jedes Investment muss ja so eine Art Fonds-Returner sein können. Ne? Das heißt, die Erwartungen genau. an euch sind wahrscheinlich jetzt relativ hoch. Also wie fühlt sich das an? Das ist ja ein gewisser Druck auch, ne? Und B, siehst du das überhaupt als Option für euch? Sehe ich was als Option? Na, dass ihr so ein Fonds-Returner sein könntet, ne? Dass ihr, also das heißt ja irgendwie dann ein Exit mal irgendwann hinlegt mit mehreren 100 Millionen Dollar wahrscheinlich, ne? Genau. Ja, ich glaube so ab 100 Millionen ist es, lohnt es sich dann für Lakestar oder so mhm. in dem Dreh. Ja, also natürlich, wenn wir das nicht sehen würden, dann würden wir nicht mit Lakestar zusammenarbeiten. und definitiv, ne, also wie sich eben der Markt auch entwickelt und unsere Position und die verschiedenen Möglichkeiten, in die wir auch gehen können, glaube ich auf jeden Fall daran. Und ja, also der Druck ist jetzt noch nicht ganz so groß da, dadurch, dass Lakestar ja schon so früh eingestiegen ist, normalerweise machen sie das ja später, mhm. kommt der Druck dann, glaube ich, auch ein bisschen später. Im Augenblick sind wir, glaube ich, nicht deren größter Fokus, mhm. was ganz angenehm ist natürlich. Aber im Endeffekt, also das ist, weiß ich nicht, ob das ist, was Investoren hören wollen, aber es ist definitiv, dass das Gründer hören sollten. Es ist halt auch ein Job wie jeder andere. Ne? Die haben ja das Geld und die rechnen ja damit, dass 1 von 10 Startups es schafft und alle anderen nicht. Also die rechnen eigentlich damit, dass du es sowieso nicht schaffst. Von daher, als Gründer macht man sich sowieso genug Druck. Mhm. Das ist schon okay, so wenn man sich dann auch mal ein bisschen irgendwie da in Erinnerung ruft. Die erwarten eigentlich, dass du scheiterst. Also schlimmer kann es nicht werden. So als, cool. Aber genau. man macht es ja auch nicht für die eigentlich, man macht es ja für sich vor allem auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Und man macht es ja, das finde ich auch das Schöne, dass es irgendwie so ein bisschen diese VC-Gründer-Konstellation wird immer so als gegeneinander dargestellt. Und das ist aber tatsächlich meiner Erfahrung nach wirklich nur in einem einzigen Punkt so. Und zwar dann, wenn die Verträge auf den Tisch kommen mhm. und man irgendwie 2 Wochen miteinander verhandelt. Und davor und danach ist es eigentlich eine Partnerschaft, in der man zusammen überlegt, wie kriegen wir das hin und nicht, wie können wir deren Erwartungen erfüllen. Also Lexa denkt sich ja auch nicht groß, wie können wir jetzt die Erwartung von dem Julius da erfüllen. Nicht, dass der uns blöd findet, sondern man arbeitet einfach zusammen daran, dass das Ding halt groß wird und dass das Ding gut wird. Das ist in unserem beiden Interesse. Und wenn man VCs hat, bei denen das nicht so ist, sind das vielleicht die falschen Partner. Hm. Und sag mal jetzt 3 Jahre, ne, seit du in Kanada warst, oder 4 Jahre, ne? Wann kam denn bei dir jetzt dieser Moment, dass du gedacht hast, boah, das kann echt ein richtiges Unternehmen werden und das macht auch Sinn überhaupt mit VCs oder auch davon mit Business Angels zu sprechen? Das ist ja jetzt auch nicht ganz selbstverständlich. Also das Gefühl, da kann jetzt schon was draus werden, kam, glaube ich, als ich das erste Mal online war, nachdem wir das Produkt gelauncht haben, 2018 war das, und ich gesehen habe, ui, das geht ja doch ein bisschen jetzt hier durch die Decke. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt noch keine Ahnung von Startups, von Business, von gar nichts. Mhm. Und das hat sich dann, und da bin ich auch ganz froh drüber, einfach so Schritt für Schritt ein bisschen ergeben. Ne? Ich habe dann ein bisschen mehr über Startups erfahren, habe erfahren, dass es Fremdfinanzierung gibt, dass du deine Anteile abgibst, Risiken und Vorteile davon und so weiter. Und dann habe ich mit den Business Angels angefangen und dann halt Schritt für Schritt okay, dann gibt es auch VCs und da muss man drauf achten und so sieht das also aus und so weiter. Und im Endeffekt hat sich das, es war dann nicht so, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie 2019, jetzt bin ich mit dem Abi durch, jetzt soll es irgendwie in die Richtung gehen, zack, bumm, sondern halt eher Schritt für Schritt. Und natürlich weiß man dann, okay, pass auf, wenn du jetzt diesen Weg gehen willst irgendwann, wenn du jetzt solche Leute mit an Bord nehmen willst, dann musst du denen auch irgendwie was Gutes präsentieren, musst du eine Vision haben, die ein bisschen größer sein kann. Dann muss man sowieso dran arbeiten und sich überlegen, kriegen wir es überhaupt hin? Ist es realistisch? Wollen wir das auch, wenn man vor denen pitchen will? Also als Vorbereitung schon, um den Pitch gut zu machen. Und dann hat sich bei mir spätestens dann eigentlich rausgestellt, ja, das versuchen wir jetzt. Ich glaube, das
dass das echt geil werden kann. Ich hatte mit Dorothea mal über euren Namen gesprochen. Graswald, ist das ein Name, wo du sagst, der bleibt, weil der natürlich jetzt sehr deskriptiv ist, ne? Jetzt momentan, ihr fangt ja jetzt auch quasi mit dem ganzen Bio-Ökosystem an, aber das könnte sich ja auch nochmal erweitern. Und da wäre der Name möglicherweise, was ich, ein bisschen hinderlich. Wenn man einen Namen austauscht, wahrscheinlich ja jetzt. Ich weiß aber gar nicht, ob ich dir jetzt zu nahe trete und du hast dich in den Namen total verguckt. Du, ne? Alles ja, gut. Das ja. ist tatsächlich... Also mal sehen erstmal meine Antwort zu der Frage. Ich fand Graswald eigentlich irgendwie nicht so cool, den Namen. Ich habe den angefangen, fand den total cool. Habe dann ein Jahr später oder zwei Jahre später wollte ich eigentlich, ich war gar nicht mehr so happy mit dem Produkt, was ich da damals 2008 rausgebracht habe. Ich wollte das alles komplett neu machen. Neue Brand, neuer Name, neues alles. Und war dann auf der Blender-Konferenz eigentlich das größte Event für Blender 3D-Leute, also die diese Software nutzen. Und so viele Leute haben mich angesprochen, ja, Graswald und so cool und bla bla bla. Ich habe gemerkt, das Image, das irgendwie, oder die Brand ist eigentlich viel, viel stärker, als ich dachte und total positiv aufgeladen. Und von daher habe ich dann gesagt, na gut, dann ändere ich es erstmal nicht. Und seitdem hat sich das eigentlich noch verstärkt. Graswald ist auch was man ähnlich wie Volkswagen relativ gut auf Englisch dann doch sagen kann. Und natürlich ist der Fokus auf Natur da und sicherlich, wenn wir irgendwann dann mal weitergehen, wird man sicherlich gucken müssen, wie man mit der Brand umgeht, ob man die irgendwo untergliedert oder so. Das ist ja aber alles Detail, also das kriegt man schon irgendwie hin. Jetzt im Augenblick ist es aber schon so, dass wir da ja eigentlich ein ganz gutes Standing haben in der Community und in der Branche und das jetzt zu ändern wäre, glaube ich, nicht so schlau. Ich wollte auch die Coolness gar nicht in Frage stellen. Es war eher dieses Deskriptive, ne, was da drin steckt. Deswegen hatte ich gefragt. Genau, nee, alles gut. Ja, und jetzt hast du gerade schon mehrfach wir gesagt und davor ein paar Mal ich. Wo steht ihr denn gerade? Also wie groß ist denn euer Team? Also wir sind jetzt so 12 bis 14 Leute, das ist ja, wir sind ja gerade im Hiring-Prozess, von daher ist das irgendwie stündlich immer ein bisschen anders. Davon sind jetzt ja 6 bis 8 Leute Vollzeit mit dabei. Ah ja, und wenn du sagst Hiring, ihr seid in Hannover, glaube ich, ne? Hiret ihr dort oder hiret ihr remote? Wir hiren komplett remote, also nicht ganz komplett. Wir haben natürlich auch Hardware-Komponenten, unsere Digitalisierungsmaschinen, unsere Scanner sind in Hannover und an denen wird natürlich dann auch gearbeitet. Die Leute, die also damit was zu tun haben, müssen irgendwie hier in Hannover sein. Und tatsächlich irgendwie 20-30% des Teams kommt auch aus Hannover und ist auch hier. Aber ansonsten haben wir Leute aus den Niederlanden, aus Nigeria, aus Irak, USA und auch aus verschiedensten Teilen Deutschlands. Wir sind da also recht international aufgestellt. Und weil du gerade sagst, Digitalisierungsmaschinen, Scanner und so weiter, vielleicht kannst du den Prozess einmal noch mal kurz erzählen, weil da haben wir jetzt vorhin gar nicht so drüber gesprochen. Wie kommt ihr denn eigentlich zum fertigen Modell? Also wir gehen zu einer Location, identifizieren alle Elemente, die da sind. Ne? Wir verfolgen ja diesen Ökosystemansatz. Und dann gerade bei Pflanzen ist es so, dass wir eben die Pflanzen in ihre Einzelteile separieren, sodass man die dann nachher wieder komplett flexibel zusammensetzen kann. Dann haben wir einen großen Scanner, da legen wir die Sachen rein. Damit kann man nicht nur Pflanzen scannen, damit kann man eigentlich alle relativ flachen Oberflächen scannen, also auch für Textilien und sowas ist das total super. Dann haben wir unseren Scanner, der automatisiert läuft. Das heißt, wir drücken auf dem Computer in unserer eigenen Software einen Knopf, dann läuft das ab, Fotos werden gemacht in verschiedenen Beleuchtungsszenarien, dann wird das, sag ich mal, in die Cloud hochgeladen, läuft durch so ein Pipeline, Nachbearbeitungsschritt, wo dann aus den einzelnen Rohdaten tatsächlich die finale digitale Oberfläche dann erstellt wird, die dann auch so fotorealistisch aussieht. Aus diesen einzelnen Bausteinen bauen wir dann die 3D oder generieren wir die 3D-Elemente, die wir dann zusammensetzen und dann in verschiedenen Detailgraden generieren, sodass wir dann ja ein fertiges 3D-Modell haben, was aber auch in verschiedenen Detailgraden für verschiedene Use-Cases genutzt werden kann. Klingt mega aufwendig. Es klingt fast ein bisschen so, als könnte man sich vorstellen, dass ihr irgendwann mal so wie Google Street View, ne, so durch den Dschungel lauft und dann irgendwie da anfangt, relativ viele, also ne, klingt gerade so sehr, sehr viele Aufnahmen zu machen. Das ist natürlich tatsächlich langfristig das Ziel, dass man sagt, wir bauen unsere Bibliothek immer weiter auf, durch eben ja unser Team, durch vielleicht auch andere Teams, die irgendwie ihren eigenen Content machen und mit uns zusammenarbeiten. Also da gibt es ja alles ein Sammelsurium an Möglichkeiten. Aber genau, das Ziel ist natürlich, möglichst viele Lebensräume digitalisiert zu haben und dann wird man sicherlich auch dann vor Ort das einfangen. Sehr, sehr spannend. Du, da würde ich sagen, erstmal bis hierher, wenn du magst, dann können wir ja einfach nochmal ein Update machen, irgendwie in einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr, wo ihr da steht. Aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Kannte ich so noch nicht, was ihr macht, aber man sieht ja auch, dass du links und rechts so über sehr, sehr viele Themen nachdenkst.
Also hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht. Du, dann lieben Dank. Dann Glückwunsch nochmal zur Runde und bis zum nächsten Mal, ja? Bis dann, hau rein. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Ganz herzlichen Dank an unseren heutigen Gast Julius Harling, Founder und CEO von Graswald, über die Zukunft der Medienindustrie. Es ging um die Frage, ob Filme noch eine Zukunft haben und wie junge Menschen den Einstieg und den Zugang in die 3D-Welt finden können. Herzlichen Dank, es war sehr interessant. Und zu guter Letzt möchte ich noch auf das Wochenendprogramm verweisen. Morgen in der Samstagsausgabe haben wir im Rahmen der Rubrik Media Talk Romy Riffel, Co-Host des Snorksalting Podcast, zu Gast. Romy hat 2018 gemeinsam mit ihren beiden Cousins Johannes Kliesch und Felix Bauer Snorksalting gegründet, eine E-Commerce-Agentur, die Unternehmen befähigt, auf Amazon eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie Snorks zu schreiben. Schaltet da doch gerne mal ein. Und den Abschluss der Woche bildet Annalena Kümpel mit ihrer Rubrik Read Only, wo sie dieses Mal Caroline de Champeau, Gründerin von ePages und Autorin von Erfolg ist menschlich, begrüßt. Hiermit endet dann unsere Nachmittagsausgabe von Startup Insider Daily und damit auch unser heutiges Programm. Habt noch einen schönen restlichen Nachmittag und hoffentlich hören wir uns dann morgen am Wochenende wieder. Tschüss, macht's gut, eure Eva. Diese Folge wurde präsentiert von Moss, der Plattform für Unternehmensausgaben. Mit Moss bezahlen Mitarbeiter notwendige Ausgaben mit Firmenkreditkarten und laden Belege einfach per Foto oder E-Mail hoch. Mit dem Gutscheincode INSIDER benutzt ihr Moss 2 Monate kostenlos. Mehr Infos auf getmoss.com/insider.